Der Faschingsrummel hat im Bezirk Freute seinen Höhepunkt erreicht. Überall gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Eine davon gibt es heute hier in Erwald im Zugspital. Und da veranstaltet der Trachtenverein Erwald einen sogenannten Maskenball. Bei mir ist jetzt die Organisatorin, die Andrea Holzer. Andrea, du bist ja schon seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Konkret jetzt, wie wird das Ganze heute ablaufen? Ja, also wie man im Hintergrund schon hört, die Musi hat einmal schon angefangen zum Spielen eben. Nachher haben wir weiters noch haben wir Schätzspiele, Tombola haben wir natürlich auch, was immer sehr beliebt ist bei den Ballgästen oder bei den Faschingsgästen. Und als Vormitternachtshow haben wir noch den Michael Jackson Double. Und natürlich gibt es auch die berühmte Einlagen, immer wo der eine und der andere ein bisschen auf die Schaufel genommen wird. Nein, das machen wir nicht. Also wir sind da sehr vorsichtig geworden. Früher war das einmal bei den ganzen Bällen und wir machen das nicht. Wir wollen eigentlich niemand durch den Dreck ziehen. Zu meiner Rechten ist jetzt die Barbara Schönherr. Barbara, du bist die Obfrau des Trachtenvereines Erwald. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Seit wann gibt es euch schon? Ja, gegründet wurde der Trachtenverein Erwald im Jahre 1947. Ist also schon ein alter Verein. Wir leiten schon jetzt, glaube ich, 12 Jahre die Vereinsgeschichte. Und wir sind ein Frauenteam eigentlich. Die Kassierin ist eine Dame. Die Andrea und ich und die Ramona ist auch dabei, die sind eigentlich teilweise im Ausschuss und wir haben halt viele, also wir haben 12, nein, wie viele aktive Mitglieder haben wir? 22 aktive Mitglieder und 31 unterstützende Mitglieder, also die Älteren, die schon aufgehört haben, die helfen halt immer zu uns. Ja, wir versuchen jetzt den Fasching wieder ein bisschen aufleben zu lassen da in Erwald. Und veranstalten jetzt halt zum zweiten Mal diesen Maskenball und hoffen, dass er noch besser besucht wird. Jetzt ist es ein bisschen rar, aber die Masken, die kommen ja sowieso meistens erst später. Und dann gibt es noch eine tolle Maskenprämierung und toi, toi, toi auf unserem Ball. Ich befinde mich jetzt zwischen einer Gruppe, schöne, glückliche Pilze. Vielleicht stellt sie euch einmal ganz kurz vor. Wer bist du, von wo kommst du? Also ich bin die Janine und komme aus Erwald. Ich bin die Lisa, auch aus Erwald. Ich bin die Chiara aus Erwald. Zu meiner Rechten, wer bist du? Ich bin die Rosalinda aus Erwald. Die Helene aus Erwald. Was stellt ihr konkret dar? Glückspilze. Und ist das euer erster Auftritt hier beim Ball oder habt ihr schon einige mitgemacht heuer? Wir sind schon öfter da gewesen, aber nicht beim Fasching. Und letztes Jahr waren wir aber nicht als Gruppe verkleidet. Und heuer erstmals als Gruppe? Ja, also ich bin immer und gern im Fasching und auch gern am Ball. Und heuer habe ich die Jugend ein bisschen motiviert zum Ball gehen, zum Maskieren gehen, einfach für die nächste Zeit, dass sie ein bisschen Spaß kriegen die nächsten Jahre. Bei mir ist jetzt der Obmann, der Einscheller, der Erwalder Einscheller, der Viktor Hoheneck. Viktor, Maskenball des Trachtenvereines Erwald. Was ist das Schöne da dran? Ja, das ist der Trachtenverein Erwald. Also in Erwald ist mit dem Fasching wenig los mehr. Und der Trachtenverein, die junge Tracht, hat gesagt, wir versuchen einmal also einen Maskenball zu machen, bevor es der war.
Und voriges Jahr war es ganz gut. Und heuer, ich wollte die Ehrwalder, ich wollte die gehen einfach in die Suche. Gell? Es sind schon Leute, aber gegen andere Zeiten ist viel mehr los gewesen. Die Leute, die haben kein Interesse mehr. Generell, wie verbringst du den Fasching? Ja, ich würde sagen, der Fasching ist doch etwas Schönes, oder? Es ist eine Auflockerung wieder, wenn die Leute ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen zusammenhocken wieder und ein bisschen was trinken und erzählen. Aber die Leute wollen da nichts mehr wissen. Zu meiner linken Seite ist jetzt ein weiterer Ballbesucher. Das ist der Luis, der Alois Schretter. Luis, ich habe von Viktor gerade erfahren, die Ehrwalder wollen einfach zu solchen Bällen nicht mehr so hingehen. Ist das so oder wie siehst du das? Wie es so ausschaut, ist es so. Es ist traurig, wenn schon der Eintritt gratis ist und die Holzer Andrea hat sich so viel angetan und beziehungsweise der ganze Trachtenverein, die Jungtrachteler, da könnte man noch einmal zuschauen. Wäre schön, wenn mehr wären. Aber es sind jetzt erst ein paar Masken gekommen und vielleicht kommen später noch mehr. Der Eishockey-Club, die sind weggefahren, vielleicht kommen die noch später, dass erst vielleicht um 11, 12 Uhr voll wird. Wie verbringst du eigentlich den Fasching? Gehst du auf mehreren Veranstaltungen? Ja, momentan nicht so, weil wir zwei Todesfälle in der Familie gehabt haben. Aber ansonsten, als Obmann von der Schützengilde schaut man halt auch zu den anderen Obmännern zu suchen. Bei mir ist jetzt eine schöne Trachtengruppe, die kommt aus dem benachbarten Bayern, aus Garmisch-Partenkirchen genau. Werden wir jetzt mit der Dame beginnen. Ganz eine wunderschöne Tracht. Vielleicht können Sie uns diese ein bisschen erklären. Erklären? Oh mein Gott. Ja, ein Gewand, ein Mira mit Dollar, Tierchal, das ist unsere Tracht. Und die Frisur. Wo trägt man diese Tracht hauptsächlich? In Werdenfels. Also Werdenfelser Land, so trägt man die. Und natürlich auch bei diversen Veranstaltungen. Kirche und sowas, Bierzeug, gehört alles dazu. Und der Gatte selber, ist das auch ein Werdenfelser Tracht? Ja, also aus der Hose, ein Hemd, eine Weste und ein Janka. Was hat euch heute nach Erwald her verschlagen? Was feiern. Feiern haben wir, er hier wohnt. Die Hexe sitzt ganz alleine da. Warum? Sind zu wenig da noch. Also, sie ist noch nicht in Stimmung, sagt sie mal gerade. Wartet man auf jemanden Bestimmten vielleicht? Jetzt haben wir den Höhepunkt des heutigen Ballabends erreicht. Jetzt bei der Mitternachtseinlage ist eigens ein Star aus Amerika angereist. Und am besten, den sehen Sie sich jetzt selbst an.